Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video die Grundlage der Klassenvererbung angeschaut. Und in diesem Video schauen wir uns die sogenannte Ist-Eine-Beziehung an. Nochmal zur Wiederholung, wir haben hier diese Klasse A, die einen Zähler bereitstellt und den Zähler über eine Funktion erhöhen kann. Und wir haben B von A abgeleitet und die API um diese Funktion hier erweitert. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was jetzt hier eigentlich der Unterschied ist. Wir machen hier ein Objekt 1, das instanzieren wir zu A. Und wir machen hier ein Objekt 2. Das nehmen wir nochmal weg. So, was haben wir hier gemacht? Wir haben einmal die Klasse A instanziert und halten die Referenz auf dieses Objekt hier in der Variable Objekte 1, Entschuldigung. Und wir haben hier eben einmal B instanziert und halten das in Objekt 2. So, wenn man A instanziert, dann kann man natürlich nur hier erhöhe Zähler aufrufen. Das erscheint im ersten Moment irgendwie logisch. Was natürlich nicht geht, ist, dass wir hier erhöhe Zähler um 3 aufrufen. Warum? Weil diese Methode ja in der Klasse B liegt. Und wir haben A instanziert. Es kann eigentlich aus rein logischen Gründen nicht dabei sein. So, mit Objekt, also wir können auch hier natürlich mal den Zählerwert dann von Objekt 1 auf der Konsole ausgeben. So. Und jetzt können wir Objekt 2 verwenden. Und hier sehen wir auch schon im Tooltip, da haben wir, wie auch schon im vorherigen Video gesehen, die Möglichkeit, die Mitglieder der Basisklasse aufzurufen und eben auch die, die aus in der Klasse B selber definiert sind. Und wir können jetzt hier eben auch ebenfalls mal den Zähler ausgeben. Das haben wir gesehen, das wird dann letztendlich die 5 im letzten Video. So, und jetzt kommt der Clou. Jetzt kommt die Ist-Eine-Beziehung. Was Sie hier sehen, ist, dass man ein Objekt von der Klasse B instanziert, aber in einer Referenz von A festhält. Und das ist eben genau die Ist-Eine-Beziehung. Das heißt, wir können Subklassen über Referenzen ihrer Basisklassen ansprechen. Also es hört sich sehr strange an. Wir gucken jetzt mal, was auf diesem Objekt 3 für eine API zur Verfügung steht. Wir können offensichtlich erhöhte Zähler aufrufen. Was jetzt aber nicht geht, ist, dass wir sagen, erhöhe Zähler um 3. Das geht nicht. Und das, der Grundsatz, der dahinter steckt, ist einfach sehr einfach zu merken. Wenn wir in Variablen Objekte vom Typ A festhalten, dann Subklassen Objekte damit referenzieren, dann steht trotzdem nur die API bereit, die eben die Klasse oder die Referenz hier letztendlich zur Verfügung stellt. Also wir können, obwohl eigentlich ein Objekt von B hinter dieser Referenz liegt, können wir nicht dessen Funktion, die wir in dieser Klasse definiert haben, aufrufen. Das geht offensichtlich nicht. Sondern wir können, der Typ der Referenz ist eben ausschlaggebend für die API, die wir als Nutzer dieser Klasse einsetzen können. Diese ist eine Beziehung, erscheint jetzt wahrscheinlich erstmal total verwirrend. Warum sollte ich ein Objekt von der Klasse B über eine Referenz von Klasse A ansprechen? Ich sehe es ein, Sie sollen sich aber eigentlich bloß bewusst machen, dass diese Möglichkeit existiert. Und als voraussehende Maßnahme sage ich jetzt eigentlich schon mal, das ist die Grundlage für Polymorphie.
Letztendlich können wir nämlich etwas vom Typ A erwarten und man kann beliebige andere Objekte, die eben von diesem Typ A ableiten, letztendlich einsetzen, um eine gewisse Funktionalität zu erfüllen. Im nächsten Video schauen wir uns an, was hier eigentlich genau passiert bei dieser Zuweisung und wie wir eben aus einer Referenz von A, die auf B zeigt, eben wieder zu einer Referenz auf B zurückkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.